Lieber Herr Präsident, lieber Herr Ehrenvorsitzender, liebe Mitgliederinnen des Obst- und Weinbauvereins Unterjesingen, ihr alle, die ihr daheim an eurem mobilen Endgerät hocke dehnt, kennet mich aus meiner langjährigen Tätigkeit als Ledersegel. Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Kassenprüfer, Jugendwart und nicht zuletzt in meiner Lieblingsfunktion als Hungerleiter, Halbdackel und taube Sau. In meiner Lieblingsfunktion als vom Landratsamt bestellter Gleichstellungsbeauftragter von den Peter Bronzer und Heggeseucher. Gleichstellungsbeauftragter von Streu- und Spalierobst. Und so rufe ich euch an diesem geschichtsträchtigen heutigen Abend zu. Ja, legen wir doch alle kreuzweise Marsch und Nasengrubler, ihr Gottverbärmliche! Pauli, könntest du nicht einmal wenigstens auf Abstand deine saublöde Gosch halten, wenn ich hier am entscheidenden Wendepunkt meines gesellschaftlichen Lebens stande, du? Du, ich skype gerade mit meinem Junge, weil ich muss da ein bisschen Hausaufgabenbetreuung machen. Ja, wenn du da nicht gleich sofort reagierst, dann tanzt er daheim meist auf dem Tisch. Aber du sag mal, was ist das eigentlich für ein saudums Wendepunkt-Geschwätz? Ja, weißt du, ich stream doch gerade meine Bewerbungsrede fürs Amt vom ersten Vorsitzenden vom Obst- und Weinbauverein. Ja, du, ich habe einen Fall gehört, dass Meyers Hildegard sich ja aufstellen lässt und die hat ja schon ein Bomben-Bewerbungsvideo absolviert. Ja, eben deshalb muss ich sie ja mit der Rede meines Lebens ausstechen. Was hältst du denn übrigens von dem, was ich bis jetzt so gesagt habe? War nix. Ja, wie nix? Nix halt, es ist langweilig, lolle-mäßig, altbacken. Was du brauchst, das ist eine gehörige Portion Populismus. Ja, verstehst du? So à la Orban, Putin, Trump. Also ich weiß nicht so recht. Ja gut, du hast die Wahl. Also entweder ein Leben lang Kassenwart oder aber mit einer bombenartigen Bewerbungsvideorede, ja, einen erdrutschartigen Wahlsieg und dann dir für immer und ewig die Macht über alle Obstwiesen im Flecke sichere. Und du meinst, das könnte klappen? Ja, aber was muss ich denn so als Populist machen, wenn ich King auf Kirsche und Zar auf Zwetschge wäre will? Ja, als Populist, da musst du den Leuten erstmal etwas versprechen. Also. Etwas total Unerwartetes, etwas total Großes, etwas, was noch nie da gewesen ist. Das kann ich. Liebe Mitglieder, nach erfolgreicher Wahl und wenn wir mal wieder dürfen, lade ich euch alle zu einer Lokalrunde ein. Nui, du musst den Leuten etwas versprechen, was nichts kostet und etwas, von dem sie sowieso wissen, dass du es nicht erfüllen kannst. Und stell dir mal vor, du bist der Donald Trump von Unterjesingen, ja? Großkopf hat, scheiß Frisur, keine Ahnung von Obst, ja? Aber deine Gegenkandidatin, die Hildegard. Ja, diese schlecht gelaunte Ripp, diese spastische Geus, ja, die kennt ja als ehemalige Vorsitzende, neu als Frau vom ehemaligen Vorsitzenden, kennt die das Vereinsheim aus dem FF. Genau, und alles hängt jetzt von einer einzigen gotzigen Videoansprache ab. Okay. My dear fellow Unterjesingers and Unterjesingerinnens. Ja, halt mal, das war ein Missverständnis. Du bist der Populist, ja? Populus, das Volk, du bist das Volk, das Volk schwätzt Schwäbisch, dann musst du jetzt natürlich auch Schwäbisch schwätzen, ist ja klar. Okay. Du kannst jetzt auf Englisch, in Unterjesingen Englisch, da gehen ja maximal Volksschule bis zur 4. Klasse in die Englisch geht. Liebes Obstvolk, lasset mich erstmal eins klarstellen. Alice, was in den letzten Tagen... Ah, okay, zwar Schwäbisch, aber das ist doch ein lolle-mäßiger Scheiße. Guck mal, du bist der Donald Trump, ja. Verstehst du? Da musst du den Server zum Kochen bringen. Das muss mich beim Sigomatic, muss bei dem Server da oben das zweite Ringlein aus. Ja, da müssen die mobilen Endgeräte, die müssen da rot aufleuchten. Du musst stehende Ovulationen provozieren. Du musst die Leute bei dir euer packen, verstehst du? Du musst in das Ding einschreien wie ein brünftiger Pavian mit aufgeschürzten Lippen. Liebes Obstvolk, lasset mir erstmal euch klarstellen. Alice, was in den letzten Tagen über mich gestreamt und getwittert worden ist, was ich angeblich letztes Jahr beim Straßenfest gesagt haben soll, ist nicht wahr. Das sind alles Fake News. Alles erstunken und erlogen von der Hildegard und dem von ihr kontrollierten Mainstream-Medium, dem Amtsblättle. Lügenblättle. Und ich verspreche es, als allererstes werde ich einen elektrischen Zaun an der Gemarkungsgrenze zu Pfäffing errichten lassen. Schluss mit der illegalen Grenzüberschreitung von Mehltau, Spitzendürre und Apfelblütestecher. Mir haben doch alle viel zu lang zuguckt, wie die arme Unterjesinger Marienkäferle von diesen Pfäffinger Froschspannerraube brutal vergewaltigt werden. Und,
Ich verspreche euch alles, der Zaun kostet uns nichts, den zahlen die Pfäffinger selber, machet unter Jesingen wieder groß, make unter Jesingen great again! Jetzt wie beim Frühstücksfernsehen, jetzt sagst du es nochmal in aller Härte, in aller Klarheit, jetzt sagst du es schonungslos, ganz brutal, brutal, es ist brutal, brutal, jetzt brutal. Und ich sag's jetzt mal ganz brutal, ja, durch das Verbot von Glyphosat rette mir womöglich Arten, die in einem halben Jahr in Unterjesingen sowieso ausgestorben wären. Super, super, Frieder, mir kommen fast Tränen, vor allem die Szene, wo da die Marienkäfer von den Frustspannrauben vergewaltigt wurden. Also das hat ich mir so ans Herz gegangen. Also wirklich, ja, also jetzt brauchst du eigentlich bloß noch, jetzt brauchst du eigentlich bloß noch einen Schuldigen. Für was denn das? Ja, guck mal, jeder Populist, als Populisten brauchst du einen Schuldigen. Ja, einer, der für alles verantwortlich ist. Für den Apfelblütenstecher, für den Flugrost, für den Mehltau, für die kleine Reblaus, ja, verstehst du? Ja. Corona. Corona ist Corona, super. Corona. Es haben uns die Pfäffinger bei der letzten Kirbe eingeschleppt. Und ich lass mir doch von denen nicht sagen, wann und wie oft ich mir meine Hände waschen soll. Und die mit so einer Gasmaske laufe ich auch nicht rum. Ja? Wenn ich schon beim Beamspritzen keine Schutzmaske brauche, dann brauche ich das wegen diesem Virus schon zweimal nicht. Was hast du in der Online-Klausur? Du bist doch eine taube Sau, ein Triebel, eine Bämol, eine Saublede. Ich streich das WLAN, das Taschengeld, Handys, Nintendos, Gameboys, Playstation. Du Sautriebel, du Saudackel, du Sauhottischlader, heute hat's gerinnt. Pauli. Du Missgeburt. Pauli, was ist was passiert? Was ist los? Kinder, die bringen mich noch ins Grab. Mit diesem ganzen Homeschooling und der Quarantäne. Und dem ganzen Leck mehr am Arsch. Ich halte es nicht mehr aus. Ich Hans. Die Kinder sind an allem schuld. Kinder? Ja, aber Kinder sind doch unsere Zukunft, heißt doch immer. Ja, scheiß auf die Zukunft. Ja, was für dich zählt, sind die Stimmen bei der Wahl im Hier und Jetztle. Ja, und weil die Kinder nicht wählen dürfen, sind sie an allem schuld. Jawohl. Genau. Diese widerliche kleine Egoisten, gell? Immer nur ich will. Gucket so lieb und beißet hinterfotzig dann zu irgendwie. Werdet immer bloß mehr Führerschein, mehr Taschengeld und dann schleppet sie uns noch das Coronavirus ein, bloß damit sie noch schneller Erbe dehnt, genau. Und fahren sie nicht mit dem Bobbycar, dein frisch gemähter Rasen. Hey, ja. Und spritzen sie nicht mit ihrer Spritzpistole deine Frischpflanze, Tomatensetzlinge, ins Jenseits, diese kleine Viren schleudern. Die machen wir da Buckelkrumm beim Äpfel auflesen und die Kinder saufen auf ihre Corona-Partys plus Red Bull. Und die vom Kleintierzüchterverein, die sind auch an allem schuld mit ihren blöden Hasen und mit ihren blöden Hennen. Genau, die Viecher gucken so lieb und beißen hinterfotzig zu, verbreitet Krankheiten und Allergien und Viren, genauso wie die Kinder. Ja. Und die von Kleinkunstverein, die sind auch an allem schuld, ja? Blödes Kabarett und Geigequartett, bloß Rumgelache und Rumgequietsche, genau wie die Kinder. Und die von der Narrenzunft, die sind auch an allem schuld. Genau, einmal im Jahr Kasperles machen und Viren verbreiten. So wie die Kinder an Halloween. Genau, und von der Rest vom Jahr der Riesel ranhängen. Ja. Okay, pass mal auf, super Lauf, die Sache. Jetzt brauchst du eigentlich bloß noch einen Skandal. Für was denn das jetzt? Na, als Populist brauchst du ja einen Skandal. Als Populist musst du provozieren, attackieren und polarisieren. Ja. Als Pro-Popo-Poto Allah. Ja, PPA. Ja? Du musst machen wie die Gangster, weißt du, die Gangster-Rapper. Ja. Die Farid Bang und die Kollega. Ja. Also jetzt ziehst du dein Käpple auf der Hand und die Sonnenbrille und dann checkst du den Beat und los geht's. Check you. Say you, yeah, say you, yeah, alles sind schuld, 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 alles sind schuld, 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 alles sind schuld, schuld, schuld,
Alle sind schuld, schuld, schuld. Yo, ey, Motherfucker, du, jetzt ist Verschluss hier mit Geduld. Alle sind schuld, schuld, schuld. Alle sind schuld, schuld, schuld. Yo, ich scheiß auf eure Fakten, euer Hirn wird zurückgespult. Alle sind schuld, schuld, schuld. Alle sind schuld, schuld, schuld. Ja, und wenn die Bitch von Hildegard dann geht, dann zurecht nach Pool. Dann ist sie schuld, schuld, schuld. Dann ist sie schuld, schuld, schuld. Ja, sag ich zu ihr, ey, chill mal, Chickno, ich hab Führerkult. Und du bist schuld, schuld, schuld. Und du bist schuld, schuld, schuld. Ja, ich hab voll krasse Ahnung von der Äpfle hier auf Wies. Ich werd der Babo hier im Club, weil Hildegard ist mies. Hey, Alters, du, ich sag dir rein, Spritzgift ist voll korrekt. Damit der Meltau ablust, Leute, habt ihr das gecheckt? Alles sind schuld, schuld, schuld. 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 Ja. Mit der Performance Taxis, dann wird Hildegard gedisst. Jo. Ihr Trollinger schmeckt scheiße, darauf wird nur noch gepisst. Schon genau. Die TLG-Prämierung für ihr Brechtlingsgesells wird die aberkannt. Die ultimative Schmach für diese spastische Geus. Yeah! Yeah.